Servus, Grüße und Hallo, hier ist euer Krypto-Dennis mit dem nächsten Bitcoin-Update. Heute ist der 1.7.2021. Ja, ich weiß, 2 Tage lang kein Video, aber es gab einfach, ach, nichts Neues, ja. Und jetzt, da ein neuer Monat angefangen hat, gibt es ein bisschen was Neues und das erzähle ich euch gleich, denn es wird meiner Meinung nach in diesem Monat sehr volatil. Also bleibt dran. So, hier sind wir in den 4-Stunden-Candles, ja, und wie ich schon sagte, es ist einfach, ach, eine eklige Seitwärtsphase, beziehungsweise hier bildet sich ein Kanal, ja, was einer Seitwärtsphase hier entspricht, wie man das natürlich auch sehr schön sehen kann. Hier bildet sich ja, das sagte ich auch, ein mögliches Bearish Bed, ein harmonisches Pattern mit dem Ziel in diesem oberen Bereich. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir hier in die Richtung des grünen Balken kommen nach oben. Ja, hier sagte ich, wenn man hier drüber kommt, gäbe es hier eine Long-Möglichkeit. Ja, ich sagte ja, im Telegram, wir haben jetzt im Moment 5% gemacht und ich weiß, nachdem es jetzt wieder runtergegangen ist, das passiert nur einmal, dass viele 0 auf 0 ausgestoppt worden sind. Das war die richtige Entscheidung. Ja, also viele von euch haben das richtig gemacht, viele haben sogar schon ein bisschen Profite genommen. Ich persönlich bin noch in diesem Trade drin, denn ich verfolge meinen Plan und mein Plan ist, dass dieses Bearish Bed vervollständigt wird, ja. Und deswegen bin ich noch drin. Ich bin natürlich nur mit einem Zweierhebel drin, ja, also ganz, ganz kleiner Hebel. Deswegen ist es nicht so schlimm. Ich habe hier mit Absicht mich nicht ausstoppen lassen, weil ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass wir hier dieses Bearish Bet machen. Im schlimmsten Fall wäre es so, dass wir hier sowas sehen könnten, dass wir hier einen großen doppelten Boden machen hier, ja. Das heißt, ja, dass wir etwa hier hingehen, bevor es dann hier nach oben geht, ja. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dann wäre das Bearish Bet natürlich dann, weil es dann wirklich, das wäre zu lang, dann wäre das natürlich dann invalide. Ich habe natürlich ein neues harmonisches Pattern, das zeige ich euch auch gleich. Und natürlich, ich habe das jetzt schon dem einen oder anderen auch privat gezeigt und er sagte, ja, warum geht das? Warum ist das so? Hier habe ich einen doppelten Boden, ja, und hier, das wäre ein großer doppelter Boden. Natürlich wäre das ein großer doppelter Boden, ja. Aber ein großer doppelter Boden kann auch aus kleinen doppelten Boden bestehen, ja. Das muss man natürlich dazu sagen. Hier hat es natürlich keine Auswirkung gehabt, so wie es vielleicht im Moment aussieht. Wir sind zwar hier über die Neckline gekommen, aber der ist natürlich hier abgeprallt und ist im Moment auf dem Weg nach unten. Im Moment ist das Bearish Bed noch aktiv, ja. Sollte es jetzt invalide werden, indem man hier das wirklich hier macht, was ich jetzt sage, ja, einen größeren doppelten Boden macht hier in diesem Kanal, dann könnte es folgendes harmonische Pattern sein. Hier hätten wir das mögliche neue harmonische Pattern. Natürlich ist es noch sehr am Anfang, ja, das ist jetzt reine Spekulation, ja, aber es könnte wirklich so sein, dass das hier ein großer doppelter Boden wird oder ein großes harmonisches Pattern, besser gesagt, ja. Und hier wäre die Möglichkeit eines Bearish Guardless, ja. Aber nichtsdestotrotz, ob es jetzt das Bearish Bed ist oder das Bearish Guardless ist, ich gehe davon aus, dass wir diesen Bereich hier nochmal sehen werden, den 39.000er Bereich, 40, 41.000er Bereich, ja. Deswegen bleibe ich in dieser Long drin.
So, was wäre jetzt hier eine Möglichkeit eines neuen Trades? Ich werde hier unten, wenn er hier in diesen gelben Bereich kommt, beziehungsweise hier unter die 31.800 hier in diesem Bereich, habe ich noch eine Long Order sitzen. Ja, wie gesagt, nur zwei Hebel. Und hier werde ich die ein bisschen vergrößern, um mein Entry ein bisschen runterzuziehen. Und dann gehe ich davon aus, dass wir hochgehen. Sollten wir diesen Bereich hier unten brechen, hier diesen Kanal nach unten, dann werde ich ausgestoppt. Aber das macht ja nichts. Ja, viele, wo mich jetzt verfolgt haben, das zeige ich später auch noch. Ich habe meinen Ethereum-Trade mit etwa 30% geschlossen. Also ist, wie gesagt, wichtig ist, dass man profitabel ist. Ich gehe noch nicht davon aus, dass wir hier eine starke Volatilität im Moment, jetzt Anfang des Monats, sehen. Ich denke, dass er hier noch ein bisschen rumkrackst. Ja, das ist natürlich nur meine Meinung. So, jetzt habt ihr schon mal eine neue Möglichkeit zu longen, wenn ihr wollt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch die Möglichkeit zu shorten, wenn ihr diesen Bereich nach unten verlässt hier. Also wenn er unter den 28K-Bereich fällt, dann ist es meiner Meinung nach ein Short-Signal, beziehungsweise ja, eine Möglichkeit, dann eine Short einzugehen. Natürlich gilt das Gleiche auch, wenn wir hier über den grünen Balken nach oben kommen, dann wäre das hier natürlich eine direkte Long-Möglichkeit. So, kommen wir jetzt zu dem, warum ich denke, dass es diesen Monat volatil zugeht. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar liegt es an den Monthly CPRs, beziehungsweise an den CPRs allgemein, aber jetzt hier das Monthly CPR. Und warum denke ich das? Hier habt ihr das neue Monthly CPR in Gelb hier für Juli. Und euch fällt natürlich jetzt schon gleich auf her. Das war doch in den letzten Monaten, ja, war das immer ein schöner Kasten. Jetzt ist es nur eine Linie, ja. Ganz einfach. Es ist diesen Monat auch nur eine Linie. Also es besteht eigentlich aus drei Linien. Wenn man richtig nah ranzoomt, sieht man sie noch, aber im normalen Chart ist die nicht mehr zu sehen, die drei Linien. Wo aus TC, P und BC bestehen. So, was sagt mir das? Meine Erfahrung sagt mir, und das kann man auch in der Vergangenheit sehen, umso enger das CPR zusammen ist, umso größer wird der Move sein. Ja? Das heißt, wir haben nicht selten, sogar sehr oft, ja, über 80% ist es so, dass wenn das CPR wirklich so eng ist wie jetzt, es kann sogar noch ein bisschen weiter auseinander gehen wie hier. Ja, da sieht man zum Beispiel, könnte man noch drei Linien erkennen, wenn man es ein bisschen größer macht hier, ja. Das sieht man bei dem überhaupt nicht mehr. Das ist wirklich nur eine Linie, ja. Und das ist was in der Vergangenheit nur sehr selten zu sehen. Ja, das liegt auch an der blöde Seitwärtsphase, ja. Das ist halt so. Und ich sag euch, die Chance steht über 80%, dass wir einen über 35% Move sehen diesen Monat, ja. Der muss jetzt nicht innerhalb von 24 Stunden sein, aber der Kurs wird sich in eine Richtung mit über 35% in etwa bewegen. Ja, und wo es hingeht, ist einmal dahingestellt. Denn brechen wir nach oben aus, ja, hier aus der Seitwärtsphase, dann sehen wir meiner Meinung nach ein mögliches Doppeltop. Ja, brechen wir nach unten aus, sehen wir erstmal das CPR-Gap hier in weiß und geht weiter runter in den 20K-Bereich, in das ich eigentlich noch erwarte. Ja, wenn er natürlich zuerst hochgeht, dann zieht es das Ganze natürlich noch ein bisschen in die Länge. Ja, ich persönlich gehe weiterhin davon aus, dass wir eher nach unten ausbrechen, aber ich trade, wie ihr wisst, nur Ausbrüche oder Range. Also seid vorsichtig und handelt mit und trade mit Bedacht, bitte. So, schauen wir uns das Ganze mal im Weekly CPR an. Das ist jetzt im Moment das aktuelle, was ihr hier seht. Und hier sehen wir, dass er im Moment starken Support findet hier auf der P-Linie des CPRs. Und sollte es nach unten durchbrochen werden, wäre natürlich das nächste Ziel hier etwa dieser 30.500er Bereich in etwa. Ja, sollte er hier abprallen, wäre hier das Resistance 1 bei etwa 37.375. Ja, aber ihr kennt ja meinen Bereich, das hier wird mein Bereich nach oben erstmal sein, um das harmonische Pattern dann abzuschließen.
Und danach, das hat natürlich ein bearishes harmonisches Pattern an sich, wird, sollte es dann nach unten gehen. So, schauen wir uns ganz kurz mal die EMAs an. Ja, das sehen wir hier im Daily bei Bitcoin. Und da sehen wir, dass er versucht hier über diese MA9, hat er schon geschafft, ja, aber ist hier dann unter M21 bzw. 25 dann abgeprallt, ja. Ich gehe davon aus, dass wir nochmal in den oberen Bereich gehen, das ist etwa die EMA 200 hier in diesem Bereich, ja, bevor es dann weiter nach unten geht. Sehen wir uns kurz mal die Weekly EMAs an. Und da sehen wir, dass wir im Moment hier noch starken Support haben in der EMA 50. Und hier oben warten schon die ganzen anderen EMAs. Das ist eigentlich der perfekte Bereich, um nochmal hochzugehen, bevor er dann richtig nach unten durchbricht. Sollte euch das Video gefallen oder gefallen haben, dann lasst bitte ein Like da, teilt es mit Freunden und Bekannten, abonniert den Kanal, wenn ihr den noch nicht abonniert habt und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, sodass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Des Weiteren seht ihr hier die zwei Telegram-Gruppen, einmal die Telegram-Gruppe Content Only, je nach Support eurerseits für die YouTube-Videos beziehungsweise für das Anmelden bei beiden Börsen, auf denen ich natürlich selbstverständlich selbst trade, werde ich da mehr oder weniger bringen. Und hier in dieser Telegram-Gruppe im Crypto Talk können wir uns dann natürlich zusammen dann austauschen. Habt ihr auch die Schreibrechte. Wie gesagt, wenn ihr euch darüber anmeldet bei Bybit FemEx, unterstützt ihr diesen Kanal bzw. mich. So, jetzt kommt noch etwas, ein bisschen Werbung für die Bullwhale Space Academy. Hier seht ihr die Setups, wo Kevin und ich euch geben, wenn ihr Mitglied wärt. Ja, hier mal zum Beispiel ein ETH Long und natürlich auch ein Bitcoin Long vom Kevin. Und die sind natürlich alle sehr profitabel gewesen. Ich habe hier jetzt geschrieben, heute um 5:13 Uhr am Morgen, der T-Profit 2 wurde geholt, Trade ist zu. Dieser Trade brachte insgesamt 30% ungehebelt. Geile Sache. Bei Kevin seinem Trade ähnlich, da wurden auch Take-Profits geholt. Und ja, er wurde jetzt vom SL natürlich dann geholt, jedoch wurde vorher natürlich viel an Kohle rausgeholt, an Gewinn. Des Weiteren könnt ihr die TA natürlich bei uns lernen, dafür haben wir einen Education-Kanal, ihr werdet von uns ganz stark unterstützt. Altcoin-Analysen, normale Bitcoin-Analysen und so weiter, natürlich auch Chats für die Community. Wenn ihr Interesse habt, dann schreibt mich bitte im Telegram an. Ja, wie gesagt, in der Beschreibung unten findet ihr den Link. So, und hier sind wir ganz kurz beim WaveReader 2.0, unser Forschungsprojekt, unser Indikator, den ihr dann natürlich dazu bekommt, wenn ihr in der Akademie dabei seid. Hier haben wir jetzt aktuell im 1-Stunden-Timeframe ein Short-Signal. Und wäre man hier direkt dann eingestiegen, wären es im Moment also fast 4% hier. Und wenn ihr auf die vorigen Signale guckt, dann wisst ihr, wo der Hase hinläuft. Hier haben wir zum Beispiel bei diesem Einstieg da oben, ja, nach ganz unten, oh Gott, da muss man jetzt ein bisschen kleiner machen. Ich guck mal ganz kurz, wo die Kerze ist. Die ist hier. Und das wären dann etwa 25% gewesen. Natürlich rot für Short und grün für Long. Und wenn ihr Interesse für alles habt, wie gesagt, mich einfach anschreiben. So, das war's für heute schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns ja morgen. Euer Crypto Dennis von der Bullwhale Space Academy. Ciao.